Heute möchte ich dir etwas zeigen, was daraus entstanden ist, dass ich etwas falsch gemacht habe. Und zwar möchte ich heute gerne mit dir eine Rose filzen. Und ich wollte da zu dem Zeitpunkt eigentlich eine Blume filzen und die ist aber schief gegangen. Und da ist dann so eine wunderschöne Rose draus geworden. Das Material, was du dazu brauchst, kennst du schon. Und jetzt können wir anfangen, die Wolle zu legen. Du brauchst eine Schablone. Die kennst du vielleicht schon aus meinem Video, eine einfache Blume filzen, und legst auch hier wieder jetzt die Wolle herum. Das Wichtige dabei ist, dass bei der Rose die Wolle ca. 3 Finger breit über den Schablonenrand hinausgeht. Das wirst du jetzt auch gleich sehen, wenn ich die Schablone umdrehe. Wichtig ist natürlich wieder, dass du mehrere dünne Wollschichten legst. Jetzt drehe ich das um, das siehst du gleich. Diesen breiten Rand, der wichtig ist für die Rose. Und auf der zweiten Seite legst du natürlich auch wieder die verschiedenen dünnen Wollschichten aufeinander. Schön ist es, wenn du verschiedene Wollfarben verwendest. Das gibt dem Ganzen dann noch so einen natürlichen Effekt. Jetzt kannst du anfangen, das Ganze anzufeuchten mit schön warmem Wasser. Natürlich wieder von beiden Seiten, das kennst du schon. Die Noppen zeigen nach innen zur Wolle hin. Genau, und jetzt das Ganze vorsichtig andrücken und auch außen mit Wasser anfeuchten und die Hände einseifen. Dann gleiten deine Hände leichter über die Folie drüber. Jetzt kannst du schon langsam anfangen, das Ganze anzufilzen. Schön vorsichtig mit wenig Druck und dann auch von innen schon vorsichtig anfilzen. Die Rückseite natürlich genauso, hier sieht man schon, hat sich in der Mitte nochmal die Wolle verschoben. Das kann man in dem Stadium dann immer noch ausbessern. Jetzt geht es richtig los mit dem Filzen. Da kannst du jetzt dann auch schon mit mehr Druck arbeiten, wenn du merkst, dass sich die Fasern schon leicht verbunden haben. Wichtig ist hierbei, dass du immer vom Rand nach innen arbeitest. Wenn du siehst, dass dein Kreis noch nicht so ganz rund ist, kannst du die herausstehenden Stellen sozusagen nochmal explizit bearbeiten, dass dein Kreis eine schöne Runde bekommt. Das mache ich jetzt hier bei dieser Seite auch noch. Da ist auch noch so eine richtige Beule, die noch verschwinden soll. Genau, da sieht man schon, wie der Kreis jetzt wieder schön rund geworden ist. Jetzt gibt es noch eine tolle Methode, und zwar tust du das jetzt wieder anfeuchten und wickelst das Ganze schön stramm in deine Noppenfolie ein. Richtig fest. Und tust das jetzt innerhalb der Noppenfolie nochmal filzen. Richtig mit starkem Druck arbeiten. Und dann wirst du gleich sehen, wenn wir das Ganze öffnen, wie sich das schon in die eine Richtung zusammengefilzt hat und dadurch geschrumpft ist. Und das Gleiche müssen wir jetzt auch in die andere Richtung machen, damit wir hier nicht diese Eierform behalten. Genau, hier sieht man, jetzt ist es wieder schön rund geworden. Wenn du dann einige Zeit gefilzt hast und sich das Ganze gut verbunden hat, kannst du das aufschneiden, die Wolle. Das musst du jetzt ein bisschen nach Gefühl machen. Wo eben sich deine Kreisschablone befindet, musst du jetzt entlang schneiden. Genau, das ist jetzt der kleinere Kreis.
Jetzt schneidest du außen am Rand entlang und fängst du da so ein bisschen spitz an. Diese Spirale, die wir jetzt schneiden, das wird sozusagen das Innere von unserer Rose dann. Also wir verwenden hier wirklich alle Teile. Und dann haben wir auch noch zusätzlich so eine kleine geschlossene Rose. Dieser große Kreis, den ich jetzt in der Hand halte, das ist sozusagen das Äußere dann unserer Rose. Genau, und die Spirale ist dann das Innere bzw. die zusätzliche Rose noch. Jetzt füllst du die geschnittenen Kanten nochmal nach und ziehst dabei bei den beiden Kreisen den Rand noch ein bisschen auseinander, sodass es sich wellt. Aus dem Video mit den einfachen Blumenfilzen kennst du vielleicht schon die Technik, wie man die Blumen am Rand so schön wellig macht und dass sie so kelchförmig ausschauen. Diese Technik brauchen wir jetzt hier wieder. Ich würde dir sowieso raten, bevor du die Rose filzt, dass du dich erstmal an der normalen, einfachen Blume versuchst und dann erst die Rose machst, weil das doch ein bisschen anspruchsvoller ist. Genau, das immer so über den Zeigefinger filzen. Da sieht man schon, wie die zwei Teile dann später zusammengehören. Jetzt kümmern wir uns nochmal um die Spirale und tun auch da die geschnittenen Kanten nochmal nachfilzen. Dann legst du das Ganze so mittig zusammen und schneidest es nochmal in zwei Hälften auseinander. Eine Hälfte davon wird dann das Innere der großen Rose und die andere Hälfte wird dann die zusätzliche kleine Rose. Jetzt nimmst du eine dieser Stränge und tust sie ganz eng zusammenrollen. Da entsteht dann fast wie von alleine diese Rosenform. Die kommt jetzt hier in diese zwei vorbereiteten Kreise rein und ich finde, es schaut wunderschön aus, wie eine echte Rose. Genau, und diesen übrigen Strang, den rollst du genauso zusammen. Dass auch wieder eine kleine Rose entsteht. Und wenn man bedenkt, dass das Ganze bei mir entstanden ist, dadurch, dass ich mich vertan habe und dann aus diesem Fehler raus so eine wunderschöne Rose entstanden ist, finde ich, man sollte öfter mal Fehler machen. Genau, und dann das Essigbad natürlich nicht vergessen und trocknen lassen. Und dann kannst du die Rosen zusammen nähen. Ich beginne jetzt hier mit der kleinen Rose. Da nähe ich zuerst den Rand zusammen. Sodass eben das Ganze nicht mehr aufgehen kann. Und dann im Inneren der kleinen Rose auch noch ein paar Stiche. Damit das Ganze hält. Bei der großen Rose nimmst du einfach die beiden Kreise und nähst die als erstes mit ein paar Stichen zusammen. Und dann wird auch hier das Innere noch festgenäht. Auf der Rückseite dann einfach noch vernähen und den Faden abschneiden. Und jetzt sind die wunderschönen Rosen fertig. Ich hoffe, sie gefallen dir genauso gut wie mir.